Hallo Rollenspielfreunde und Science-Fiction-Fans, ich bin Nightflyer und hier geht's weiter mit Mass Effect. Und wir werden uns in dieser Folge auch wieder einigen Nebenmissionen widmen. Ich schau mal kurz ins Tagebuch, was wir als nächstes machen. Und zwar, also wir haben ja hier diese ganzen Sammelaufgaben. Also Citadel, ja, das steht später an. Wir haben ja diese ganzen Sammelaufgaben. Ich hoffe einfach, dass die sich nebenbei irgendwie erledigen. Und wir haben nur noch vier richtige Quests sozusagen. Und zwar einmal hier die Piraten. Da haben wir von einem Mann namens Garrus, wurden wir gebeten, nach seinem verschollenen Bruder zu suchen. Garrus fürchtet, dass das Schiff seines Bruders auf der Reise durch das Strenus-System Piraten zum Opfer gefallen sein könnte. Und wir müssen dazu in den Pferdekopfnebel. Und ich glaube, da befinden wir uns sogar noch. Dann haben wir hier Cerberus. Admiral Kahoku hat Ihnen die Koordinaten einer Forschungseinrichtung der Cerberus-Gruppe gegeben. Sie müssen den Planeten Bintu untersuchen und herausfinden, warum Cerberus die Alien-Monster in der Attica-Traverse freisetzt. Dazu müssen wir dann in das Yangtze-System des Voyager-Clusters. So, dann haben wir hier noch die VI aus der Kontrolle. Dann müssen wir auf den Mond. Dann müssen wir auf den Erdenmond und Doktor in Gefahr. Wo müssen wir da hin? Newton-System, alles klar. Okay, ich würde sagen, wir bleiben im Pferdekopfnebel im Strenus-System. Da müssen wir, glaube ich, hinreisen. Und dann werden wir mal nach den Piraten schauen. So, wir sind noch auf Amaranthan eben. So, im Fortuna-System. Und wir müssen in das Strenus-System. Das haben wir hier. Was haben wir da unten noch? Da ist Noveria. Ja, und hier scannen wir natürlich auch erstmal wieder alle Planeten ab. Fangen wir hier oben an. Xavin. Ich glaube, das scheint der Planet zu sein, auf den wir uns begeben müssen. Wobei, wir konnten ja nicht landen. Da müssen wir gleich nochmal genauer gucken. Schauen wir uns erstmal die anderen an hier. Yunsol. Den können wir zumindest erkunden. Und wir finden ein Medaillon eines Salarianer-Ordens. So, dann haben wir Antitarra. Auch den können wir wieder erkunden, sehr schön. Ein Gasvorkommen Helium 3. Wir haben Trillin. Ist nichts weiter. Nur ein bisschen Text. Wie gesagt, ihr könnt euch das pausieren, dann könnt ihr euch das durchlesen. Cesalgon. Oder Thesalgon, wie auch immer man das aussprechen mag. Auch hier haben wir nichts. Gut, dann gucken wir uns, würde ich sagen, ich glaube, wir haben alle, ne? Nochmal den hier genauer an. Xavin. Wir können nicht landen. Da. Unbekannt. Ah, das blinkt auch auf. Ja, vielleicht bin ich auch deshalb eben auf die Idee gekommen, überhaupt hier rum zu scrollen. Weil ich habe das vorher tatsächlich schon blinken sehen. Dann schauen wir uns das mal an. Scannen. Okay. Die MSV Majesty. Die Majesty ist ein menschliches Modullastschiff der Kolun-Klasse. Das Schiff ist ein Wrack. Alle Abteile sind offen und dem Weltraum ausgesetzt und der Fusionskern leckt. Die Schäden scheinen durch Massenbeschleunigerbeschuss und anderer Raumschiffe verursacht zu sein. Registrierung Privatbesitz Captain Willem. Captain Willem. Okay. Achso, wir können nochmal scannen. Okay. Eine schwache Spur radioaktiver Partikel, wahrscheinlich von einem atomaren Unterlichtgeschwindigkeitsantrieb, hat sie auf den nahegelegenen Planeten Xavin geführt. Ja, welche Überraschung. das hätten wir uns jetzt auch sparen können eigentlich. Okay, dann Xavin. Den lese ich jetzt auch erstmal durch. Warnung, Kältegefahr der Stufe 1. Xavin hat eine dünne Atmosphäre aus Kohlenstoff, Dioxid und Ethan. Die hauptsächlich aus Kobalt- und Kupfervorkommen bestehende Oberfläche ist permanent gefroren. Die klimatischen Bedingungen sind problematisch. Heftige Eisstürme peitschen ununterbrochen über die Planetenoberfläche. Okay, also diesmal nicht so viel Text. Minus 131 Grad Celsius, das ist kein Thema für uns, wir landen mal. So, wir nehmen mit
Garrus und könnten mal Ashley mitnehmen vielleicht. Die hat Kampfstärke zumindest. Aber dann haben wir keine Biotik, ne? Wir Piraten bekommen was zu tun. Liara hat keine Kampfstärke, großartig, aber ist egal. Wir nehmen sie mit. So, da sind wir auch schon wieder. Und ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr. Ich habe mir nämlich heute die Zunge verbrannt. Könnte sein, dass ich ein bisschen komisch spreche. Ich hoffe, dass das einigermaßen geht. Ja, Spiele hatten wir dann gespeichert, natürlich. Ich würde mich ja nicht wundern, wenn wir... Ach, nee, hier ist kalt, ne? Keine Dreschlunde. Minus 131 Grad. Ich hasse Dreschlunde. So. Universalgel haben wir auf jeden Fall mehr als genug. 99. Passt ja. Vielleicht sollte ich erstmal auf die Karte gucken. Was haben wir denn hier so? Oh, eine ganze Menge. Anomalie. Verlassenes Camp. Anomalie. Anomalie. Söldnercamp. Das gucken wir uns dann wohl zum Schluss an. Fangen wir an mit dieser Anomalie, weil sie einfach so... Oder wollen wir zurückfahren und... Wir gucken uns erst diese Anomalie an. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass es so besser ist. Ja, immerhin ist es hier nicht ganz so hügelig. Mir brennt die Zunge. Das ist etwas unangenehm. Da war ich zu gierig. Es gab heute Nudeln, Penne mit Brokkoli. Mit so Sahnesoße. Los geht's! So, was haben wir denn hier? Eine. Offensichtlich hat dieser Mann vor seinem Tod versucht, das nahegelegene Mineralvorkommen zu markieren. Es lässt sich nicht klären, ob er umgebracht wurde. Was für eine Rasse ist der? Ein Mensch oder was? Keine Ahnung. Gut, es war jetzt nicht so erfolgreich hier, ne? Naja. Da mal wieder rein. Ich gucke nochmal eben auf die Karte. Dann würde ich sagen, nehmen wir das verlassene Camp. Dann diese Anomalie, dann fahren wir da runter. War auch ein blöder Plan, ne? War irgendwie ein blöder Plan von mir. Ne, wir fahren jetzt erst wieder zurück, fahren zu diesen Trümmern. Dann hier so, so, so. Genau so machen wir es. Genau so machen wir es. Damit wir da dieses komische Söldnercamp zum Schluss machen können. Das wird mit Sicherheit wieder ein bisschen Nerven aufreiben, ne? Ich bin echt froh, wenn ich hier mit diesen Marco-Missionen durch bin. Also zumindest diese Missionen, wo wir hier auf diese öden Planeten rumfahren. Wir werden auch im Rahmen der Hauptmission noch ein bisschen mit dem Marco fahren, glaube ich. Soweit ich mich erinnere. Aber das hat eine ganz andere Qualität, aus meiner Sicht. Nicht das Marco-Fahren an sich, das ist da trotzdem noch scheiße, aber... Ihr wisst, was ich meine. So, da haben wir die Trümmer. Auf jeden Fall lässt sich auf dem Planeten... Nee! Was bitte macht denn hier ein Dreschlund? Oder was auch immer. Wo denn? Da hinten. Ey, ich komme hier nicht über das scheiß Ding rüber weg. Ja, das ist aber Schitte. Hallo, bist du bescheuert, du blödes Vieh? Ja, irgendwie, ich sollte hier mal weg. Wir sind schon am Brennen. Ne. Der hat uns nur zweimal getroffen, der Penner. Ich habe nicht gespeichert. So geil, ey. Könnte ich jetzt schon wieder ausrasten hier. Echt wahr. Das ist so eine Kacke. Mistvieh. So, da sind wir wieder. Und jetzt, ich guck mal eben auf die Karte. Ich glaube, der hat nicht gespeichert, ne?
Das heißt, wir müssen uns diese scheiß Anomalie nochmal angucken. Aber jetzt fahren wir ganz ehrlich erst zu diesen blöden Trümmern. So eine Scheiße, ey. Da war ich ja überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ich hasse diese Viecher, weil ich mit diesem Marco nicht umgehen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr es in der Aufnahme seht. Auf diesem Planeten ruckelt es arg. Ey, und dann sollst du gegen so ein Mistvieh ankämpfen. Na, ey, ist das zum Kotzen, so eine Scheiße. Ja, ein bisschen vorsichtig hier, sonst mache ich das Marco schon vorher kaputt. Den Marco, wie auch immer. Oh, komm her, du Arschloch. Hey, weg. Ja, super. Hast du gut hingekriegt wieder hier. Leck mich am Arsch. Jetzt müssen wir direkt schon reparieren. Oh Mann, lass mich in Ruhe. Ich muss das Auto irgendwo reparieren. Ja, ja, ich weiß. Kein Bock hier gleich wieder in Flammen aufzugehen. Diese scheiß Mistvieh, ey. Das scheint mir ein bisschen schwieriger zu sein als die, die wir bisher hatten. Wo bleibt er denn? Ja, so ist natürlich scheiße, wenn die Kamera so reinzoomt hier. Da siehst du ja nichts. Wo bleibt denn der Penner? Ja, auf mich anzuspucken, du Arschloch. Hauptsache kommt es nicht wieder. Fahr, fahr, fahr. Wo? Wo? Okay. Jetzt müssen wir irgendwie mit Geduld hinkriegen hier. Noch ist alles gut. Ja. So kann es weitergehen. Und das ruckelt wie Sau, ey. Und dann noch dazu noch dieses blöde Kameragewackel. Scheiße, da habe ich jetzt keine Chance gehabt. Weiß nicht, ob der jetzt was bewirkt hat. Der Schuss, bin mir jetzt nicht sicher. Okay, wo kommt er? Fahr, fahr, fahr. Naja, irgendwann haben wir den Penner. Nicht mehr viel. Was macht denn bitte auf so einem Eisplaneten Dreschlund? Was sollen die Scheiß? Wer hat sich das denn einfallen lassen? Jetzt ist er einfach ohne Animation despawned. So ein Penner. Hat sich nicht mal vernünftig verabschiedet, der Arsch. Na gut, okay. So, wo ist denn jetzt diese Sonde? War doch mit Sicherheit nur wieder irgendeine Falle. Okay, auf geht's. Ey, das war ein Knopf zu viel gerade für mich. Kampfscanner 6, ja. Können wir gebrauchen. Fusionssprengsatz 6. Ablativer Überzug. Rüstungsupgrade, okay. Ablativer Überzug. Da sollten wir uns dann vielleicht mal anschauen bei Gelegenheit. So. Jetzt also fahren wir dann halt nochmal zu diesem Fragezeichen und holen uns den Typen da. Auch wenn uns das nicht viel bringt. Dann fahren wir halt zu diesem verlassenen Lager zuerst. Dann die andere Anomalie und dann dieses Söldnercamp. Ich sollte auf jeden Fall speichern bei Gelegenheit. Wir haben immer noch 99 Dingenskirchen. Universalgel, obwohl ich gerade 25 verbraucht habe. Nee, ich glaube, wir haben sogar noch mehr verbraucht. 40 haben wir verbraucht. Wir hatten ja auch den Marco einmal repariert. Das kostet auch 15.
Ja, ihr habt gedacht, wir schaffen vielleicht zwei Missionen in dieser Folge, aber das kann ich mir, glaube ich, abschminken. Auf diesem blöden Planeten hier. Ach, hier, und wir haben ja noch was übersehen. Interessant. Hier ist nämlich noch... So, was stand da jetzt nochmal? Offensichtlich hat dieser Mann vor seinem Tod versucht, das nahegelegene Mineralienvorkommen zu markieren. Alles klar. Der kommt bestimmt aus diesem verlassenen Lager. Und da ist das Vorkommen. Das haben wir vorhin nämlich übersehen, ne? Auch nicht schlecht. Iridium. Ja. Klappt heute wieder super. Gestern hat es geil geklappt. Ah ja, super. So, ja, Iridium-Vorkommen. 7400 Credits. So, dann markieren wir uns den nächsten Punkt. Das wäre der, das verlassene Camp. Bevor wir das jetzt erreichen, werde ich auf jeden Fall nochmal speichern. Einfach der Sicherheit halber. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir es hier mit noch einem Dreschlund zu tun bekommen. Oder aber auch noch mit anderen Gegnern. Da sehen wir schon was. Ich speichere jetzt mal. Sicher, sicher. 82 Mal haben wir gespeichert. Das ist eine ganze Menge. Liegt schlicht und einfach daran, weil ja viele Folgen verloren gegangen sind. Und ich halt dann teilweise dadurch doppelt und dreifach gespeichert habe. Weil ich aber jeder Folge dann neu speichern musste und so weiter. Und bisher hatte ich immer das Glück, noch den alten Speicherstand zu haben. Wir haben ja nur 10 Plätze. Bei der Konsolenversion. Okay, hier scheint nichts Böses zu sein. Dann aktivieren wir mal diesen Generator. Entdeckung. In diesem Lager scheint niemand mehr zu sein. Der Generator funktioniert noch, aber es gibt keine Anzeichen auf frühere Bewohner. Der Computer des Lagers listet diverse Standorte von Interesse auf. Noch mehr Standorte? Erstmal wieder rein in den Marco. Noch mehr Standorte. Also das haben wir untersucht, da sind wir gerade. Ja, hier ist halt noch eine... Noch zwei Vorkommen dazugekommen und da noch eine Anomalie. Wobei war die Anomalie nicht vorher schon, weiß ich jetzt gar nicht. Okay, dann fahren wir jetzt hier hin. Ups. Das wollte ich nicht. Okay, dann erst jetzt die Anomalie, dann holen wir uns noch diese Vorkommen. Obwohl uns das viele Geld am Ende gar nichts bringen wird, denn wir können es nicht mitnehmen in Mass Effect 2. Und ich glaube, ich kann auch den Spielstand, ich spiele hier auf der PlayStation 3, ich kann, glaube ich, den Spielstand nicht importieren, weil Mass Effect 2 ist ja auf der PlayStation 3, wenn ich mich nicht irre, vor dem ersten Mass Effect erschienen. Also dieses Spiel ist später erschienen als Mass Effect 2. Also für die PS3 zumindest. Klingt ein bisschen kompliziert alles. Weil es ja exklusiv damals Xbox 360 war. Es kam dann natürlich auch die PC-Version noch. Aber die PlayStation 3-Version kam erst 2012. So, was haben wir hier? Uralte Trümmer. Endlich hat es mal geklappt. Insignien gefunden. Dieses Fragment scheint von einem alten Frachtermodell zu stammen. Ein Teil davon ist mit den Insignien des Chatti-Außenpostens gekennzeichnet. Toll, haben wir jetzt wieder eine neue Sammelaufgabe. Dann kriege ich ja Plug, ey. Wenn ich eins hasse, sind es Sammelaufgaben. Und zwar in jedem Spiel. Geh mir tierisch auf. Das Einzige, wo es mir Spaß macht, ist. Es sind zwei Spielereien. Das ist. Uncharted und Tomb Raider. Das sind die einzigen Spiele, wo ich wirklich Bock drauf habe, diese Sachen zu finden. Ne, Tagebuch wollte ich nicht, wollte ich auf die Karte gucken. Da wollen wir als nächstes hin. Aber es liegt dann meistens auch daran, dass diese Objekte, die man dort finden kann,
meistens immer noch irgendwie einen Sinn ergeben. Kleine Geschichten erzählen oder irgend sowas. Es hat ja oft dann auch historischen Hintergrund und so. Aber hier da irgendwelche blöden Artefakte, wo so ein kurzer Text dazu steht, da habe ich echt keinen Nerv zu. Deswegen, wie gesagt, das machen wir nur, wenn wir so eben, wenn wir jetzt auf so einem Planeten rumfahren und es nebenbei finden, das Gold, glaube ich. Verstanden. Gut. Gold nehmen wir natürlich mit. Ne, Kobalt ist das, okay. Hatte gedacht, wäre Gold. Sah Gold aus. Ein großes Kobaltvorkommen. Sehr schön. So, dann das nächste wäre diese Anomalie. Ich hoffe einfach nur, dass nicht wieder ein Dreschlund kommt. Vielleicht sollte ich, bevor wir jetzt die Anomalie erreichen, tatsächlich auch nochmal speichern. Ist da vorne schon. Ich speichere nochmal. Ja, da überschreibe ich das einfach. Wobei, das war jetzt auch schon... Ah ne, mit dem Spielstand. Wenn die Folge kaputt sein sollte, würde ich nicht mit diesem Spielstand wieder anfangen. Ich müsste dann wieder komplett von vorne anfangen. Und den Spielstand habe ich natürlich noch. Alles complicated. So, weiter geht's. Dieser Sender war eine Falle der Geth. Geil. War irgendwie klar, oder? Gar nicht gut. Wir müssen uns ein bisschen zurückziehen, eben kurz. Ich muss erstmal die Lage peilen. Fall um! Der müsste eigentlich tot sein da schon. Lauter Kampfläufer, ich bin total begeistert. Ist er hin oder nicht? Ja. Ich glaube, das ist der letzte. Die Schilde sind weg. Was? Aber nur ein bisschen. Ich glaube, das war's. Und wahrscheinlich brauchen wir uns den Sender dann hier auch gar nicht angucken. Ne, da leuchtet auch nichts. Geil, eine Falle der Geth. Ich hasse die Geth. Okay, so, dann der letzte, vorletzte Anlaufpunkt. Ich würde sagen, wir fahren tatsächlich hier oben lang. Sie müssen umdrehen, Commander. Sie befinden sich außerhalb des Einsatzbereichs. Joker, stell dich nicht so an. Ich fahre hier nur ein bisschen abseits. Scheiße. Er hat recht, war doof. Okay. Oh, jetzt müssen sie aber wieder gehen. Das ist aber auch wirklich arg am Rand hier. Ganz ehrlich, dann sollen sie hier die Kacke nicht so nah am Rand setzen. Da muss ich doch nicht langfahren. So, wo ist es denn? Oh, Loch! Okay, da müssen wir wohl... da hinten können wir rein... Ne, wir können auch hier runterfahren. Hoffentlich... So. Kann ich jetzt hier aussteigen? Nö, war klar. Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich hier hoch. Und zu Fuß runter. Palladium. Ja. So ein großes Palladium-Vorkommen. Ich finde, beim zweiten Versuch könnten die das einfacher gestalten, ey. Man kann ja die Kampfschwierigkeit einstellen. Warum kann man nicht bitte die Mini-Kacke-Schwierigkeit einstellen? Ätzend. So. Der letzte Punkt wäre der.
Wir speichern natürlich vorher. So, und damit hätten wir dann, wenn wir das jetzt erledigt haben, eine weitere Citadel-Quest abgeschlossen. Beziehungsweise wir müssen dann halt natürlich nochmal zur Citadel zurück. Aber das machen wir später. Und ich sehe schon auf dem Radar Böses. Geschütze, glaube ich. Diese hässlichen Geschütztürme, die immer so rausfahren. Wahrscheinlich, oder? Da ist schon einer rausgefahren. Ey, lass das mal. Die sind alle rausgefahren. Das finde ich natürlich praktisch. Allerdings kann ich nicht auf die zielen, glaube ich. Oh, das geht doch. Das ist ein Bug. Das ist doch ein Bug, oder? Wenn ich in dieser Position stehe, dass ich den da hinten beschießen kann. Das ist doch ein bisschen komisch. Ich meine, mir soll es recht sein, aber das ist physikalisch unmöglich. Oh. Ja, der wird uns wahrscheinlich nicht treffen. Stufenaufstieg, aber ein muss da noch sein, ein so ein Ding. Warte mal, da ist auch noch ein Typ, glaube ich, ne? Oder? Nee. Doch. Habe ich gerade gesehen, dass er einer gefeuert hat. Auch erwischt. Aber wo ist das letzte Geschütz? Das sehe ich nicht. Ja, wo ist es denn? Sieht es hier? Ah, hier. Das war's. Die Schilde sind weg. So, das hätten wir erledigt. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder hier reinmarschieren. Und auch da speichere ich natürlich vorher nochmal. Ich gehe kein Risiko ein. Los geht's. Los geht's. So, nee, bevor wir losgehen, gucken wir kurz. 4 Punkte bei Shepard. Fitness. Immunität hält länger an, hält länger vor. Sehr gut. Dann. Bisschen besser schießen würde auch nicht schaden können, ne? Kampfpanzerung. Schadenschutz. Ah, ja. Ich weiß nicht so recht. Was nehmen wir denn? Sturmangriffstraining. Waffenschaden. Mehr Schaden mag ich auch. Aber verbesserte Gesundheit ist auch geil. Ach Mann, jetzt kann ich mich nicht entscheiden hier. Kacke. Ja, komm, Sturmgewehr. So, was haben wir bei Liara? Da machen wir... Ich finde die Stase eigentlich ganz nett. Aber... Dass man... Wenn die eben in Stase sind, dass man die nicht erledigen kann, wenn sie in der Stase sind, das nervt. Ich würde sagen, die Singularität ist ziemlich geil. Oder? Warp. Wir machen alles in Warp. So, da kriegst du volle Pulle bei Warp. So einfach. Wir waren noch nicht fertig. Da, jetzt heißt es außerdem weitergeklickt. Garrus hat noch 2 Punkte. Die bekommt er jetzt in... Sturmgewehr. So. Ausrüstung wollte ich auch mal überprüft haben. Ach, nee. Wir müssen wieder was auf Universalgear reduzieren. Oder was? Ah, leck mich doch am Arsch. Davon will ich aber nichts auf Universalgear reduzieren. Das nervt. Ich möchte was anderes auf Universalgear reduzieren. Also, was die sich hier ausgedacht haben, das ist allergrößte Scheiße. Ganz ehrlich. Jetzt muss ich hier von den neuen Sachen irgendwas nehmen. Leck mich am Arsch. Na dann, hier kommt das scheiß Gewehr weg. Reicht das jetzt? Nö. Ach, fuck, ey. Jetzt hat's gereicht. Ja, so eine Scheiße. Ja, ich rüste, glaube ich, jetzt mal alles aus hier. Das Problem ist, man kann ja, wenn man die anderen, also den Rest der Crew, den kann man ja nicht ausrüsten. So, da muss man extra auf der Normandesign und an jeden Spind rumfummeln. Granaten. Was haben wir denn da für neue Upgrades? Sprengstoff 4. Fusionssprengsatz 6. 45 Giftschaden. Auch nicht schlecht, ne?
Sprengstoff 5. Den hätte ich gern. Ich mag Sprengstoff. So, und hier hatten wir irgendein interessantes... der ablative Überzug, genau. 5, 14% Schadensschutz, alles klar. Plus 90 Schilde, ist auch nicht schlecht. Exoskelett, was macht das denn? 35% Schmetterschaden, 50 Physiklimit. Mechanische Verbesserung optimieren die Schlagkraft von Gewehrkolben, Hieben und anderen Nahkampfangriffen. Ja, Nahkampfangriffe ist bei diesem Spiel ehrlich gesagt ziemlich für den Arsch. 110 Schilde. Ich glaube, das hätte ich gern. Schildmodulator, den bauen wir mal ein. Dann haben wir hier noch Phoenix 5. Was haben wir eben? Titan 4. 8 Biotikschutz. Ne, das lohnt sich kaum. Lohnt sich momentan kaum hier. Okay, der nächste. Fangen wir mit der Rüstung mal an. Was kann sie davon anziehen? Nischt. Nischt. Okay. Das können wir lassen. Können wir ändern. Wobei, die benutzt ja die Waffe gar nicht. Das war blöd. Das war blöd. Was können wir ihr denn hier Gutes tun? Nicht so besonders viel. Tja, wir geben ja trotzdem mal das neue Modell. Nächste. Ah, können wir lassen. Ach, guck mal an. Ja, das lassen wir alles so. Oh, haben wir wieder die Zeit verschwendet hier. Vielleicht hätte ich jetzt erst speichern sollen, wäre schlauer gewesen, ne? Gut, ihr müsst ja eh nicht drauf warten, also machen wir es nochmal. So. Da wären wir. Ja, der typische Aufbau wahrscheinlich wieder hier. Okay, Waffen raus. Ihr könnt ja mal hier bleiben. Ich laufe da hinten hin. Zack. Mache ich fertig. Oh, Krogana. Hallo, hallo, ich kann gerade nichts. Ach, jetzt kommen die auch noch hierher, die Arschkrampen. Volle Deckung. So ein komischer Kampf. Da sind noch mehr Gegner. Oh. Giftschaden, habe ich gerade gesehen. Das war noch nicht alles. Hartnäckig. Los, los, los! Na komm. Sehr gut. Gute Arbeit, Liara. Kann das? Da. Zwei sind da noch. Okay, gehen wir mal nach oben. Ich habe keine Ahnung, wer hier feuert noch und warum ich hier gerade schon wieder irgendwas abbekomme. Keine Ahnung. Irgendwer stöhnt da jedenfalls gewaltig rum. Interessant. Geht da nichts kaputt? Hier muss so einer sein. Hm.
So, das war's jetzt aber hier. Es ist vorbei. So, sie haben das Gegenstandlimit. Ja. Sie müssen zwei Gegenstände verwerten. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Da findest du was Neues. Ich hab nicht dran gedacht. Ich hab nicht dran gedacht. Ich hätte gern das Präzisionsgewehr gehabt. Das ist doch für den Arsch. Ich kann ja nicht raus. Ganz ehrlich, das kotzt mich an. Okay. Ausrüstung. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Also, ganz ehrlich, das ist für den Arsch hier. Ich hab nichts mehr zu verwerten. Guckt euch die Scheiße mal an hier. Ich brauche irgendwie so eine Mindestauswahl, brauche ich ja wohl. Hier so ein paar Rüstungen können wir wahrscheinlich. Wobei hier, die möchte ich nicht verwerten jetzt. Das sind alles mittelschwer Mensch. Könnte sein, dass wir die noch brauchen, aber welche sind. Achso, sind beides die gleichen. Hauen wir mal eine weg. Schwermensch. 260 Schilde. Ja, hauen wir auch eine weg. Alles Menschenrüstung, ist doch kacke. Warte mal. Ich glaube, die können wir weghauen hier, die Liberator. Die Mantis lassen wir mal. Ursa lassen wir mal. Phoenix lassen wir auch. Ich weiß gar nicht, wie viel wiegt, wiegt so eine Rüstung mehr als eine Waffe beispielsweise? Phoenix 5. Naja, so doll finde ich die nicht. So, Explorer 5, Leichtquarianer. Wir hatten ja der Tali eine Rüstung. Da müssen wir mal vergleichen, damit es soweit ist. So, was können wir jetzt? Ich kann noch nichts mehr reduzieren jetzt hier. Was soll ich denn noch reduzieren? Wenn ich mal fragen darf. Was ist R1 Vorschauobjekte? Was? Ach so, okay. Ach so, das geht, okay. Details, alles klar. Was man jetzt noch gucken könnte, wäre jetzt für jede Waffe hier die ganzen Upgrades, die wir hier haben. Wahrscheinlich. Aber da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Das mache ich mal irgendwann offscreen. Oh, ich hoffe, wir können es wieder... Wir sind schon wieder bei 144. Ist unglaublich, oder? Es ist einfach unglaublich. Das macht mich gerade ein bisschen sauer. Ja, ich werde, bevor ich die nächste Folge aufnehme, werde ich offscreen gucken, dass ich da reduziere. Das geht ja so nicht weiter, ne? Ach hier, da ist der Captain Willem, der Bruder. Er ist tot. Anomalie identifiziert, sie haben die Leiche von Captain Willem von der MSV Majesty entdeckt. Seine schon steifen Finger hielten ein kleines Datenpack unklammert. Datenpack nehmen, ja. Pad, Datenpad. Wir gucken gleich nochmal ins Tagebuch. Okay, das ist nur ein Codex-Eintrag. Dann machen wir den mal noch auf. So, Lancer 6, Tsunami 6 und Thunder 6. Nehmen wir das mit. Okay, ich glaube, das war's. Damit dürften wir für diese Folge auch wieder durch sein. Wir kehren jetzt natürlich noch zur Normandy zurück, wenn wir den Ausgang finden. Natürlich nur. Warte mal, war das hier noch was oder kann ich das einfach nur... In die Luft jagen wahrscheinlich. Pack doch mal die Waffe weg, ey. Mann, also das mit den... das ständig unser Inventar voll. Das hat mich voll aus dem Konzept gebracht hier gerade wieder. Aber warte mal, da ist noch eine Tür. Das ist echt frustrierend. So, was haben wir hier noch? Sieht nach nichts aus. Sieht nach absolut... Hier ist noch ein bisschen was. Medigel, ja. Womit wir wahrscheinlich eh voll waren.
Ja, und dann werden wir sehr wahrscheinlich in der nächsten Folge entweder zum Mond fliegen oder aber uns um diese Cerberus-Geschichte kümmern. Aber jetzt geht's erstmal wieder zurück zur Normandy. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst mir einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.